Heute sind wir in München. Servus und willkommen in München, die Stadt der Tradition, des Oktoberfests und des Fußballs. Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wir haben für dich die besten Hotspots. München in 5 Minuten. Von München Hauptbahnhof gibt es viele Direktverbindungen nach ganz Deutschland. Wenn du mit dem Flieger hier ankommst, nimmst du am besten die S-Bahn. Das dauert rund 40 Minuten vom Flughafen. Zum Übernachten empfehlen wir das Hotel Hempten. Es ist zentral gelegen und günstig. Buche jetzt über den Link in der Videobeschreibung. Hier auf dem Marienplatz steht Münchens Herz. Ob täglich zum Glockenspiel, im Advents- im Christkindlmarkt oder zum Meisterfeiern von Bayern München. Zu jeder Jahreszeit ist hier was los. Vom Rathausturm hast du eine schöne Aussicht auf die ganze Stadt. Hoch kommst du mit dem Aufzug. München ist mit fast 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt in Deutschland. Der Viktualienmarkt ist der größte Markt von München. Hier gibt es viel traditionelles Essen bei ganz vielen Imbissständen und typisch aus Bayern, zum Beispiel Weißwurst, Brezel mit süßem Senf. Lecker. In der Frauenkirche soll der Teufel höchstpersönlich seinen Fußabdruck hinterlassen haben. Schau mal da drüben, klingt ein wenig gruselig, ist aber noch eine schaurige Legende. Manche sagen, München sei die nördlichste Stadt Italiens. Hier am Odeonsplatz hat man wirklich das Gefühl, als würde man mitten in Florenz stehen. Es könnte allerdings ein bisschen wärmer sein. Naja, dann gönnen wir uns halt im Warmen einen leckeren Kuchen. Dieses Café war ein echtes Highlight. Eine grüne Oase mitten in München, der Englische Garten. Die Eisbachwelle am Eingang des Englischen Gartens ist eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Seit 40 Jahren wird hier gesurft und das bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Das Deutsche Museum ist eines der größten Technikmuseen der Welt. In den vielen, vielen Ausstellungsräumen kannst du sogar einige Exponate anfassen. Plane mindestens einen halben Tag für deinen Besuch ein. Das Museum ist übrigens täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. So, jetzt wird's muckelig. Wir sind im Hofbräuhaus, dem berühmtesten Wirtshaus der Welt. Das Hofbräuhaus, ein Muss für deinen Münchenbesuch. Traditionell bayerisch, gemütlich und super Musik. Das Oktoberfest, auch Wiesen genannt, ist das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr wird hier ordentlich getrunken und gefeiert und das 2 Wochen lang. Also zieh deine Tracht an und los geht's! Das Schloss Nymphenburg ist wirklich sehr sehenswert. Es gibt eine weitläufige Parkanlage, wirklich vergleichbar mit Schönbrunn in Wien oder Versailles bei Paris. Und jetzt gehen wir hoch hinauf. Das Wetter spielte bei uns zwar nicht ganz so mit, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Mit dem München City Pass hast du freien Eintritt in viele Attraktionen, zum Beispiel für den Olympiaturm. Außerdem kannst du mit kostenlos Bus und Bahn fahren. Autofans, aufgepasst! In der BMW-Welt erlebst du die Geschichte dieser Weltmarke, aber auch die Zukunft der Mobilität. Mein Highlight als Autofan ist die BMW-Welt. Hier gibt es fast alle Modellreihen und in die meisten kannst du dich auch noch reinsetzen. Tschüss München! Und Nürnberg ist mit dem Zug nur 1 Stunde entfernt, also schau doch unser Video Nürnberg in 5 Minuten. Nürnberg, die mittelalterliche Altstadt, absolut sehenswert. Viele historische Sehenswürdigkeiten liegen hier wenige Meter voneinander entfernt. Weitere Highlights gibt's jetzt im Video Nürnberg in 5 Minuten.